Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir so ganz viel gequatscht haben, so, ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns eigentlich sehr. Ich heile dich ja nochmal, ich weiß ja nicht. Ja, auf das wollte ich gerade hinaus. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen mit Arschbombe vorab und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten oder ist der Wagner oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt, Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hattet, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, der die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare. Ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Hier sind die vorgefertigten Antworten. Hier sind die vorgefertigten Fragen. Nee. Oh, ja. Die Nasen ein bisschen besser zusammenstecken oder sowas. Gucken wir mal. Ja. Also gar nicht. Müssen wir ein bisschen tiefer runter, dass der Bauch ein bisschen wegkommt. Dass der Bauch wegkommt. Ja. Chef, dass Sie so eitel sind, wusste ich gar nicht. Bauch hier. Nee, nur vor der Kamera. Ja, sonst lasse ich mich immer gehen, aber jetzt. Heute nicht. Vielleicht heile dich ja nochmal, ich weiß ja nicht. Oh ja, auf das wollte ich gerade hinaus. Sie erwarten Sie hier. Ich glaube eher nicht, aber wer weiß, weiß man nicht. Ganz mal als Einstieg nehmen. Ich überlege, ob ich gerade ein Intro mache oder ob ich das zu Hause mache. Ich mache es hier. Hey Leute, was geht ab? Und auch genauso spontan, wie das Ganze hier kommt. Starten wir jetzt eure Fragen zu beantworten. Ich habe mir die hier ausgedruckt auf den jeweiligen Zetteln mit eurer Name und mit eurem Namen und lies sie einfach sinngemäß vor und los geht's. Läuft schon Das alles, ist gut so, ne? Ja, perfekt. Sollen wir uns abstützen oder schaut es mit mir so? Nein, so sitzen. Nein. Ganz natürlich, Freunde. Ganz natürlich. Genau, da fragt im E90-Forum Maniac79, was hält Herr Wagner von Lifetime-Füllungen bei ZF-Getrieben, zum Beispiel 6HP19 und wäre ein Service gegeben dazu empfehlen? Ja gut, das ist eine gute Frage. Lifetime, die Frage ist so mal, es gibt, ist eine eigene Frage, was ist Lifetime? Macht Sinn, ja. So, Lifetime, oder was definiert man Lifetime, ob man sagt, das ist jetzt 150.000 Kilometer, ist dann ein Autoleben als solches definiert richtig. oder sowas, ne?
So, also ich, die würde ich ja mal so beantworten, als was ich davon halte, nein. Also ja. Es gibt keine Lebensdauerfüllung auf Automatikgetriebe. Ja, ja. Weil Automatikgetriebe unter sehr hohen Temperaturschwankungen leiden, die Öle. Ja. Ja. Das Hauptproblem bei den Automatikgetrieben eben ist die Tatsache, dass wir eben Verschmutzungen reinbekommen. Einmal durch den Abrieb selbst, zum Zweiten, dass Getriebeöl altert. Ja. Und bringt natürlich auch, wenn ich Verschleiß habe, auch Abwandsprodukte. Und das ist letztendlich das Hauptproblem bei dem Automatikgetriebe. Das Öl selbst könnte von der chemischen Formel her das schaffen. Mhm. Nur dem Getriebe oder dem Getriebeöl erfährt mehr, indem Verschmutzungen reinkommen. Ja. Und genau diese Verschmutzungen sind das Problem. Und die Frage ist eben, Lifetime? Nein. Weil das so nicht funktioniert. Ja. Die Praxis zeigt, dass eben die Getriebe ausfallen durch schwerpunktmäßig durch Verschmutzungen. Ja, ja. Okay. So, jetzt haben wir das nächste Problem bei den Getrieben. Die Ölwechselmenge ist nicht gleich der Füllmenge. Das bedeutet, ich kann, in der Regel habe ich 8 Liter Ölvolumen und 4,5 wechselig. Ja. Oder 5,5 wechselig. Ja. Das heißt, eine gewisse Restmenge bleibt zurück. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Verschmutzung immer mehr wird. Ja. Von Wechsel zu Wechsel. Und nicht umsonst gibt es eben mittlerweile professionelle Reinigungssysteme, um eben genau dem Herr zu werden, um Getriebeöle bzw. auch die Getriebefunktion zu gewährleisten. Und deswegen spricht eigentlich nichts für eine Lifetime-Füllung, weil die so nicht möglich ist. Ja, also okay. Öl muss raus. Ja. Und man muss eben auch schauen, dass man die Verschmutzungen rausbringt. Ja, und die Verschmutzung kriegt man in dem Sinne dann raus, wenn man eine komplette Spülung macht das ganze System. Genau, das wäre ja. Jetzt die Nonplusultra-Lösung, die ist natürlich auch teuer. Also ja, so, ja, das stimmt. Lieber gehe jetzt mal ran und mache öfter mal Ölwechsel, weil die Kosten eines Ölwechsels überschaubar sind. Ja? Die Kosten einer Reparatur eines Getriebes sind dann nicht mehr überschaubar. Ja. Das stimmt. Was für ein Wechselintervall würden Sie empfehlen? Das hängt natürlich wieder ab von dem, was ich abfordere. Ja. Habe ich Kurzstrecke, Langstrecke? Habe ich hohe Belastungen? Habe ich Hängerbetrieb? Das kann man so nicht beantworten. Ja, okay. Also ich würde mal so gefühlsmäßig den ersten Ölwechsel generell bei 100.000 mal rausmachen, das Öl rausschmeißen und dann eben mal schauen, wie es weitergeht. Also in der Regel so ein 100.000 Rhythmus würde ich das machen. Ja, okay. Oder dann eben nach Herstellervorschrift. Was? Ja. Dieser so von da ein Ölwechselintervall natürlich hinterlegt ist. Ne? Ja. Wie sieht das aus im Vergleich jetzt, was wäre schädlicher fürs Öl? Jetzt viel Langstrecke oder Kurzstrecke, immer dieses ständige Auf- und Abkühlen? Oder Kurzstrecke und Anhängerbetrieb wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man Antrieb hat. Die zwei Faktoren sind natürlich wiederum Negativisierung auf das Getriebe. Ganz klar, ja. Okay, gut. Ja. Dann frage ich nochmal, dann geht die Frage weiter, was ist von Longlife Service zu halten? 0W30 Motoröl, also das fragt Maniac auch noch. 0W30 Motoröl, 28.000 Kilometer alt und ich gehe im Sommer bei 30 Grad Hackengas auf der Autobahn. Kann das wirklich gut gehen? Ja, Hackengas stelle ich mir natürlich vor, dass wir dann auch mal hohe Drehzahlen haben und dann auch über längere Zeit mal auf der Autobahn. Ja. Sich bewegen und man muss einfach im Klaren sein, dass ein 0W30 Öl oder eingesammelt mit W30 einfach eine bestimmte Viskositätsvorgabe hat, beziehungsweise Viskositätswerte hat bei 100 Grad Öltemperatur. Ne? Und je kleiner die Zahl, desto niedriger ist die Viskosität. Ja, und wenn ich jetzt wirklich Hackengas fahren würde, würde ich mich nicht auf ein 0W30 Öl versteifen, sondern da würde ich eher mal auf einen 540er gehen oder nochmal eine Steigerung 550 oder 1060er gehen, wenn er das vorhat. Und sicher, er macht jetzt hier 28.000 Kilometer, hat er jetzt hier drauf auf dem Öl. Und bei 28.000 Kilometer sind meine Erfahrungen, die ich jetzt zum Beispiel jetzt auf Dieselmotoren gemacht habe, dass das Öl laut Ölanalyse natürlich noch okay wäre. Ne? Ja. Nur die Frage ist halt, wie hat er die 28.000 erreicht? Hat er die nur auf Langstrecke erreicht oder sind da Kurzstreckenfahrten mit dabei? Ja. Und ich würde auf jeden Fall Ihnen empfehlen, bei 28.000 Kilometer ist das Öl, egal ob das jetzt ein Diesel oder Benziner ist, definitiv verbraucht.
Ja, okay. Also da würde ich jetzt rausgehen. Und Hackengas würde ich ohnehin nicht mehr geben. Also beim 0W30 Öl bei 28.000 würde ich kein Hackengas mehr geben. Nein, das würde ich nicht mehr machen. Das würde ich nicht mehr machen. Da gleich mal in Anschluss gefragt, 10W40 oder 10W60 wären sinnvollere und Öle dann für sportlichen Betrieb auf der Autobahn, also mit viel Vollgasfahrten, Langvollgasfahrten. Ja. Warum genau? Ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel ein 10W60 Öl habe, dort geht es wiederum um die Situation, dass ich eben hohe Temperaturen habe. Ja, die Viskosität des Öls fällt ab. Mhm. Und wenn ich eben dann nur ein 5W40 Öl drin habe, ein W40 Öl drin habe, ja. Dann ist einfach meine Viskosität begrenzt. Ne? Habe ich dann eine Reserve nach oben, dann habe ich natürlich eine höhere Viskosität und die Gefahr, dass mir dann Ölfilm da mal doch reißt bei hoher Drehzahl. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben jetzt irgendwo Schnellläufer mit 7000 Umdrehungen. Ja. Ja. Kann unter oder wird, ist die Realität. Ja. Ja. Und dort ist es so, dass wir hier eben eine Situation erzeugen können mit dem 50er Öl, also W50 oder 5W50, 10W oder 15W50 oder 10W60, dass wir hier dann eben dann doch ausreichende Viskosität haben im hohen Öltemperaturbereich. Ja, okay, ja. Also ist die hohe Viskosität, also bei hohen Temperaturen hohe Viskosität sehr entscheidend. Okay. Ja. Und bei den zum Beispiel 5W40, 0W40 Ölen kann es dazu führen, dass unter hohen Drehzahlen, also mein BMW dreht ja auch bis 7000. Ja. Und ich fahre auch gerne mal nachts, wenn es frei ist, und drehe den Wagen komplett auf. Ja. Also fünfter Gang, der orgelt dann auch bei 7000 rum, bis ich dann den sechsten schalte oder so. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ich da auch ein gutes Gefühl bei haben möchte. Und ich dachte eigentlich, dass ein 0W40, weil es ja auch so gesehen die Freigaben hat, dass es dafür geeignet ist. Aber immer wieder auch ich im Internet lese, dass es Sinn macht für, gerade wenn man Rennsport oder Motorrennsport macht oder auf dem Ring unterwegs ist oder sowas, dass viele 10W60 oder irgendwas 15W15 oder 15W50 oder irgendwie höhere Viskositäten fahren. Und gibt es da irgendwelche Unterschiede für den normalen Alltag, wenn man höhere Viskositäten fährt, oder ist es einfach egal dafür? Und die Frage, die mir dazu noch steht, ist: Wie geht man mit den Freigaben um, wenn es vielleicht keine gibt? Weil ich habe noch keinen, glaube ich, 10W60 oder 10W50 für den BMW gefunden, den ich fahre, also mit der LL01-Freigabe, die jetzt für meinen Motor geeignet wären, die ich aber dann doch denklos gern fahren würde, wenn ich solche Fahrhanden habe, die ich gerne mal mache. Ja, der Punkt ist eben der, dass das Öl in seiner Viskosität bei längeren Gebrauch natürlich auch abfällt. Ne? Wenn ich jetzt natürlich sehr hohe Drehzahlen fahre, wie zum Beispiel 7000 Umdrehungen, habe ich natürlich extrem hohe Gleitgeschwindigkeiten an den Nockenwellen, aber auch an den Kolben. Ja. Und die Gefahr eben, dass wir dort einen Ölfilmriss haben, was in der Regel auch ganz selten vorkommt, ist dann doch höher. So, ich bekomme es aber auch nicht mit, was passiert bei 7000 Umdrehungen. Ja? Ja. Und wenn dort ein Ölfilm reißt, werde ich das nicht mitbekommen. Ich habe dann eben Verschleiß. Ja, okay. Und so baut sich mein Motor ab. Ja. Und jetzt auf die Kernfrage zurückzukommen, wohin der Weg geht. Ich denke, dass wir, ich weiß, dass wir bei schnell laufenden Motoren bei der Viskosität nicht sparen dürfen. Ja, okay. Also je höher, desto besser. Okay. Das ist meine Meinung und meine Erfahrung auch, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe. Ja, okay. Ja. Muss ich nochmal umdenken. Ja, genau, dann geht's weiter. Wie lange kann man das Motoröl nach dem Anbrechen stehen lassen? Das fragt auch Maniac79, der hat einige Fragen gestellt. Ja, also Motoröle gehen in der Regel bei angebrochenen Gebinden, wenn die jetzt keine langen Frostphasen ausgestellt sind oder keine Temperaturunterschiede, kann man ohne weiteres 5-8 Jahre stehen lassen. Okay. Also ich kann sie ja schon im Motorbetrieb 2 Jahre drin lassen oder auch länger. Ja. Und im ungebrochenen Zustand, im unbenutzten Zustand in dem Fall, kann das 5-8 Jahre ohne weiteres stehen lassen. Okay. Ja. Und das hat keinen Einfluss auf die Additivpakete, die mit drin sind oder irgendwie? Die Additivpakete sind heute so gut, dass auch unter Frost-Einwirkungen dazu keine Ausführungen kommen. Ja. Oder auch das Öl jetzt, sagen wir jetzt, altern würde.
Ja. Also oxidieren wird und altern wird, das passiert nicht. Also kann man es so verstehen, wenn ich das Öl jetzt in der Garage habe, und das ist ja auch Temperaturschwankungen ausgesetzt von jetzt bei mir in Hamburg, wo es nicht so kalt wird, zwischen, sag ich mal, minus 10 Grad, da weiß ich aber nicht, ob die in der Garage herrschen, und 30 Grad, 40 Grad plus, dass es immer noch, dass die Additivpakete so gut sind im Vergleich zu im Betrieb, im Motor, wo die Temperaturschwankungen deutlich höher sind. Ja, das spielt keine Rolle. Bedenkenlos. Ja, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, und wir wissen auch durch die verschiedenen Ölanalysen, dass es hier zu keinerlei Problemen kommt. Ja, okay. Also Sie sagen können, dass nach 5 Jahren das Öl ist schlecht, das muss weg. Nein, das muss nicht. Muss nicht weg. Ja. Okay. Ja. Ich habe da auch Amazon mal Leute gesehen, die gesagt, ich habe ein altes Öl geschickt bekommen vom letzten Jahr, habe das sofort zurückgeschickt und war hoch unzufrieden, 1-Stern-Bewertung, das habe ich schon mitbekommen. Also solche Reaktionen sind dann auch. Ja, das ist eher überzogen, das sind überzogene Überreaktionen, was so nicht. Nee, hätte sein. Nein. Okay. Dann fragt er, wie viel Ölverbrauch ist normal? Also zu manchen Motoren wird er auch gesagt, 1 Liter auf 1000 Kilometer. Gehört noch zum Stand der Technik, wie es ja immer wieder heißt. Nein, also 1 Liter auf 1000 Kilometer gehört nicht mehr Stand der Technik. Ja. Das ist praktisch, das wird in jedem Betriebshandbuch drin stehen, eines BMWs. Ja. Definitiv. Das heißt, das ist praktisch der Schutzmechanismus von BMW. Wenn das Ding mal wirklich einen Liter braucht, dann liegt es noch in der Toleranz, und somit hat er keinen Garantieanspruch. Ja, also okay. Das 1 Liter auf 1000 Kilometer ist meiner Meinung nach schon für einen Motor, der, sagen wir, in Ordnung ist, ist zu viel. Ist zu viel. Ja, definitiv. Wobei der Ölverbrauch natürlich auch wieder ausgeglichen wird durch einen Kraftstoffeintrag. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben beim Dieselmotor einen Kraftstoffeintrag, der kann jetzt zum Beispiel bei 15.000, 20.000 Kilometer dann doch schon mal 5% sein. Ja. Mhm. Ja. Kann sein. Ja, wird auch jetzt den Motor insofern nicht belasten, also es wird jetzt nicht negativisieren. Sicher, wir verdünnen das Öl etwas. Ja. Die Viskosität geht nach unten, aber es wird jetzt nicht im Wesentlichen, wird es hier nicht zum wesentlichen Problem kommen oder zu Schaden führen können. Ja. Okay. Ja. Wie kann man dem entgegenwirken? Wenn man so Ölverbrauch, das sind natürlich jetzt sehr viele Faktoren hier. Die Frage, wohin verschwindet das Öl? Ne? Die Frage ist, habe ich undichte Ventilschaftdichtungen, dort wo jetzt Öl praktisch über die Ventilschaftdichtung auf das Ventil tropft oder in den Abgasstrom tropft. Ja. Und somit als Blaurauch rausgeht, sofern ich keinen Katalysator habe, werde ich das noch mitbekommen. Habe ich einen Katalysator, dann kriege ich das gar nicht mehr mit. Ja, okay. Oder ist der Motor so verschlissen, oder sind die Kolbenringe, Ölabstellringe so verkohlt bzw. mit Ablagerung zugesetzt, dass ich das Öl durchpumpe. Ja. Ja, die Frage ist, von welcher Richtung wird das Öl her verbraucht? Na, geht er verloren? Und man kann sagen, dass doch ein großer Teil des Ölverbrauchs auf undichte Ventilschaftdichtungen geht, wenn die hart verstödet sind, dass dort ein großer Anteil weggeht, oder natürlich, wenn die Motoren verschlissen sind, dass ein sehr großer Anteil auch über die über den Kolben in den Brennraum kommt und dort nicht verbrannt wird. Ja, okay. Sowas wird man aber alles über eine Ölanalyse feststellen können, oder über diesen Schnelltest, den es ja mittlerweile gibt von Oilspy. Ja. Indem man jetzt mal das Öl schaut, wo was passiert, habe ich einen enormen Bußeintrag, kann ich davon ausgehen, dass ich keine ideale Abdichtung mehr habe am Kolben. Ja? Mhm. Und somit legen jetzt in die Verbrennungsgase und mit dem Verbrennungsgas auch Ruß ins Motoröl kommt. Ja, okay. So, und entgegenwirken, das ist natürlich wieder unser Part, ne? Das kann man natürlich mit Öl, ganz klar. Einerseits mal durch die Auswahl des richtigen Öls. Durch die Auswahl der Viskosität. Ja. Da habe ich natürlich ein 0W30 zum Beispiel oder ein 5W30. Im Gegensatz zu einem 10W60 ist eine komplett andere Welt. Es wird ein 10W60 einen geringeren Ölverbrauch haben, wie wenn wir 0W30 zum Beispiel. Ja. Und die nächste Möglichkeit, die man gegensteuern kann, sind eben mit Additiven. Ja. Einmal durch eine Motorspülung, indem ich eben hergehe und eben Ablagerungen am Kolbenringen und an Ölabschleifringen eliminiere, damit die ihre Arbeit wieder machen können und abdichten können. Und andererseits wenn die Motoren verschlissen sind, mit unseren keramischen Zusätzen, dass man dort einen Effekt erreicht, indem wir bessere Abdichtung bekommen,
indem wir die Oberflächen vergüten, sozusagen, mhm. und somit eine bessere Abdichtung, höhere Kompression und dann letztendlich auch den Ölverbrauch reduzieren. Ja, okay. Oder die dritte Variante eben, dann wenn es über die Ventilschaftdichtungen geht, ja, dass man dort, wenn man dort einen Ölverlust hat, und man kann das auch lokalisieren, mhm. ja, dass man mit dem Ölstopp arbeitet, also mit dem Dichtungsregenerator, ja. Die Dichtungen wieder regeneriert und somit wieder besser abdichten können, um dort weniger Ölverbrauch über die Ventilschaftdichtungen zu haben. Also ja. diese drei Möglichkeiten stehen im Raum, ja, okay. und die kann man auch umsetzen, das kann man auch machen. Zu gucken. Ja. Genau. Eine Frage, die sich dann auch noch stellt, ist, wie funktioniert genau die Lokalisation? Ja, das ist, wäre das jetzt über die reine Ölanalyse? Über die reine Ölanalyse? Die Frage ist halt, welche Ölanalyse ich mache. Ne? Ja. Wenn ich das ins Labor gehe, bin ich zwischen 50 und 100 Euro los. Ne? Ja. Ich habe gesehen, es gibt oilcheck.de. Es gibt Oilcheck, das ist in Deutschland das führendste, ja. oder bekannteste Labor auch. Es gibt aber auch noch andere Labore, die ja. mit dem gleichen Preis-Leistungs-Bereich arbeiten. Ja, okay. Die Lokalisierung, das ist natürlich schwierig, weil wir beim Ölanalyse können wir nur die Druckblasgase feststellen oder Nitration des Öls. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Stickstoffabgase durch ja. in das Öl bekomme, werde ich das feststellen. Ja. Das heißt, ich kann sehen an der Ölanalyse, ob der Motor tendiert durchzublasen. Ja, okay. Den Ölverbrauch über die Ventilschaftdichtungen, da habe ich keinen Einfluss, ne? Das ist einfach nur weg. Das, verstehen Sie das? Ja. Das kann man so nicht lokalisieren über Ölanalyse, das ist nicht ja. machbar. Ja. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ich kann den Öleintrag, ich kann praktisch den Eintrag ins Öl anschauen, was verändert sich dort, kommt es in Richtung, habe ich einen Zylinder, habe ich am Kolbenring, habe ich Kolbenring, habe ich Ölabstreifeln, Verschleiß habe ich an der Zylinderlaufbahn, Verschleiß und die verschiedenen Metalle, die ich dann in der Ölanalyse feststellen kann, kann ich ja zuordnen. Ich kann ja. zum Beispiel einen Chrom zuordnen an einem Kolbenring zum ja. Beispiel. Ja, oder ich kann einfach Eisen an der Zylinderlaufbahn zuordnen oder ich kann ein Lagermetall zuordnen. Das heißt, ich kann sehen, okay, wo verschleißt der Motor mehr. Ja, okay. ja. Oder ich kann auch sehen, wenn zum Beispiel der Luftfilter nicht in Ordnung ist. Ne? Okay, ja. Kann ich sehen, durch einen Siliziumeintrag, durch einen Staubeintrag. Ja. Wenn ich hier einen erhöhten Staubeintrag habe, dann sehe ich, okay, da stimmt was am Luftfilter nicht. Ja, okay. ja. Wobei man wirklich so eine Analyse nur nicht auf einmal sieht, sondern ich muss mehrere Analysen im Lebenslauf des Motors haben, ja. um praktisch dort vergleichende Werte vergleichen zu können. Ja, ja. ja. okay. Ja. Ich denke, das haben wir sehr umfassend beantwortet. Ja. das ist super. Ja, deswegen sind Sie ja hier, ne? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Dann fragt RandomE90, könntest du mal fragen, welche Additive etc. ein Motoröl haben muss, damit es LSPI, Low Speed Pre-Ignition, verhindert wird? Das Problem haben alle Turbo-Direktanspritzer, besonders die kleinen Motoren mit sehr hoher Verdichtung. Also Low Speed Pre-Ignition, also wenn man das mal übersetzt, also langsame Geschwindigkeit vor Zündung, ja. Ja, vor Abzündung. Sag mal, die Frage kann man so nicht beantworten, welche Additive ein Motoröl haben muss, ja. Sondern ich würde, sag mal, ich würde das aufteilen. Additive, ja, das ist ja unser Part, indem wir ja zusätzliche Additive beigeben. Der erste Part ist der, wäre die Auswahl des Öles. Ja. Okay. Welche Ölauswahl treffe ich. Und meiner Meinung nach ist es so, dass die Vorzündung kommt durch einen erhöhten Öleintrag in den Brennraum, ja, und das verursacht durch niedrige viskose Öle. Also man kann hier gegensteuern, indem wir höhere viskose Öle einsetzen. Ja. Vom Additivpaket her kann man, darin muss man wirklich schauen, dass man die Abdichtung her verbessert. Das mache ich ja. einmal mit dem höherviskosen Öl. Oder eben gebe ich zusätzliche Additive bei. Ja, wie okay. zum Beispiel unseren Keramikzusatz, der letztendlich hier eine bessere Abdichtung bringt, eine höhere Kompression ja. bringt und somit letztendlich auch die Gefahr der Vorzündung oder der unkontrollierten Zündungen so weit wie möglich herausnimmt. Ja. Ja. Genau. Okay, also dann geht ja im Prinzip der Trend der aktuellen Leichtlauföle mit 0W20 komplett in die falsche Richtung. Ja,
Na gut, das ist jetzt die... In dem Sinne für... Nee, das würde ich jetzt zum Schnellläufer überhaupt nicht machen. Gegenteil, das ist absolutes K.O. Ja, okay. Kriterium. Ja. Für einen Einsatz in den Schnellläufern. Ja, meine Frage, die dazu mir einfällt, wäre eine höhere Oktanzahl sinnvoll, mit der Klopffestigkeit auch dem entgegenzuwirken? Ja, auf jeden Fall. Oh. Okay. Wobei natürlich beim Diesel, wir hatten ja schon gesprochen, die Dieselqualitäten sind natürlich auch unterschiedlich, somit haben wir auch unterschiedliche Qualitäten beim Benzin. Ja. Und je höher die Oktanzahl ist, desto weniger werde ich praktisch diese unkontrollierte Zündungen haben. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Super. Dann Grisos 4. Obergrenze für Sulfatascheanteil im Motoröl bei Dieselpartikelfiltern. Mit Leistungssteigerung und Festintervall beim Wechsel. 0W40 mit 0,8 oder 5W50 mit 1,3. Ein bisschen schwierig, die Frage zu verstehen. Ja, die Frage ist schwierig zu verstehen. Ich würde dafür ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Damit man versteht. Also wir haben jetzt, wir haben sogenannte Low-Ash-Öle. Mhm. Übersetzt, also geringe, die Additivpakete bringen wenig Asche oder verbrennen kaum zu Asche. Ja. So, und das Ziel letztendlich eines Long-Life-Öles ist, dass wir so wenig wie möglich Aschen produzieren. Mhm. Ja. Wobei natürlich der Kraftstoff auch Aschen produziert, deswegen ist auch der Schwefel herausgenommen worden. Ja. So, und jetzt muss natürlich auch Öl verbrennt ja auch mit. Ja. Und Öl wird auch immer wieder was abbauendes Produkt bringen, ja. Wird auch Aschen bringen. Deswegen muss man auch eben schauen, wenn der Ölverbrauch zum Beispiel steigt, ja, also wenn der zum Beispiel in der Toleranz von 1 Liter pro 1000 Kilometer ist, ja. Was ja bei BMW unter Vorzeichen noch in der Toleranz liegt, ja. Dann darf natürlich auch das Öl keine negativen Ablagerungen bringen im nachgeschalteten Abgasreinigungssystem. Ja. Und wenn Sie heute anschauen, das Sulfataschegehalt bei zum Beispiel bei einem Long Life 5W30 Öl mit VW-Freigabe liegt ungefähr bei 0,6, bei 0,8, 0,6. Mhm. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Benzinmotorenöl anschaue, 5W40 oder 5W50, freigegeben auf Benzinmotoren, werden die 1,3 haben. Ja. Ja? Das heißt, sofern der Mineralölhersteller den Sulfataschegehalt angibt, ja, würde ich eben schauen, dass ich ein Öl mehr verwende, dort wo der Sulfataschegehalt so niedrig wie möglich ist. Ja, okay. Ja? Also 1,3 würde ich in dem Fall nicht verwenden für einen Diesel. Ja, okay. Ja, das ist mehr ein Benzinermotor, für Benzinmotoren geeignet. Ja. Trotzdem aber auch abgesehen von der Viskosität. Oder geht die Viskosität mit dem Schwefel im Teil? Nein. Die Viskosität ist komplett ausgelagert. Okay. Also die Viskosität steuere ich separat, den Sulfataschegehalt steuere ich über das Additivpaket. Ja. Ja. Okay. Also in der Regel ist es ein Schwefelphosphor-Additiv. Paket, was komplett aschefrei verbrennt. Das hängt natürlich auch wieder von den Ingredienzien ab, ja, was setze ich ein. Und letztendlich geht es ja darum, draußen werden Preiskämpfe geführt. Ja. Ja. Speziell sicher jetzt in der, dort wo die Massen verbraucht werden, in den Autowerkstätten, wird um die Preise gekämpft. Ja. Mhm. Und da wird natürlich auch an allen Ecken und Enden gespart. Ja. Okay. So müssen Sie sich vorstellen. Das heißt, ich muss dann doch zu einem Premium-Hersteller gehen und sagen, okay, wie ist der Sulfataschegehalt? Ist das so? Und dann können Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen. Ja, okay. Ja. Dem schließe ich immer noch eine Frage an, die ich jetzt selber gerade bekomme. Ich habe ja gerade ein Video gedreht, wo ich ein Öl empfehle, was ich jetzt für gut empfunden habe, mehr oder weniger in meinen Videos, wo ich sage, das New Life 0W40 ist jetzt vom Markt, welches würde ich empfehlen und in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Und da habe ich mich damit beschäftigt, dass es ja auch, das LL01 ist ja ein von der Entwicklung her ein älteres Öl und das LL04 ist ja ein moderneres Öl, was auch überwiegend bei Dieselpartikelfiltern Fahrzeugen eingesetzt wird. Wie verhält sich das mit dem Ascheanteil bei Benzinern? Also hat der irgendeine Aufgabe oder welche Aufgabe hat er? Ist es bei Benziner schlecht, wenn man einen höheren nimmt oder einen niedrigeren? Muss man darauf achten? Muss man also die überhaupt beachten schenken? Und zwar habe ich jetzt
auch so mal, wenn man die Datenblätter liest, also nicht alle Datenblätter geben den Sulfatasche-Gehalt her. Ja. Ja. Ich habe mir auch jetzt nach dem Videofilm, was hier kurz vor dem Besuch, habe ich mir einen Videofilm mir angeschaut und habe mich da mal nur kurzzeitig mit beschäftigt. Mhm. Und es ist auch so, dass kaum das Sulfatasche-Gehalt preisgegeben wird. Ja, okay. Das findet man ganz selten. Und sondern wenn man das bekommt, dann ist es so, dass man, also grundsätzlich ist es so, dass die Benzinmotorenöle einen höheren Sulfatasche-Gehalt haben, weil das abgeschaltete Abgasreinigungssystem nicht so komplex ist. Ja. Das heißt, dort geht man, sag mal, den preisgünstigeren Weg, dass ich dieses Öl freigebe für einen Motor, für einen Benzinmotor. Ja. Für einen Dieselmotor muss ich dann schon wieder mehr Obacht geben in der Form, dass wir den Öl einsetzen mit einem niedrigen Sulfatasche-Gehalt. Ja, okay. Ja. Die Viskosität dann wieder außen vor gelassen. Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema. Mhm. Also ist es mit der Sulfat-Geschichte, dass es aufwendig ist, ihn rauszuholen oder aufwendig ist, ihn reinzumachen? Nein, es geht um das Additivpaket. Es geht um die Wertigkeit des Additivpakets. Okay. Ne? Da gibt es natürlich jetzt Preise von bis. Ja. Und auch die Mengen, die man beigibt. Ja. Ne? Ich kann ja das Öl mit entsprechender Menge an Formulierung machen und dort wird eben wiederum preisgünstig reduziert und letztendlich nur den Mindestanforderungen gemacht. Ja, okay. Oder mehr Anforderungen mit schlechterer Qualität oder wie auch immer. Genau, okay. Richtig. Interessant. Und das ist natürlich eine Frage, die so pauschal nicht beantworten kann. Ja. Man muss sich damit beschäftigen, man muss jetzt wirklich mal schauen, welche Öle oder welche Ölhersteller gibt in seinen Datenblättern den Sulfatasche-Gehalt preis. Ja. Und dann kann man sich mal auf den Weg machen, in welche Richtung das geht. Okay. Also Benziner unkompliziert, Diesel Vorsicht. Ja, okay. Ja, das ist mir aufgefallen, bei meiner Recherche habe ich ja mich im Ölclub, in dem Forum ist das, bei ölclub.de oder .com, weiß ich gar nicht so genau, mich da bewegt, habe auch ein paar Fragen von den Jungs und die haben ziemlich viele Ölanalysen durchführen lassen bei diesem Oil-Check und dann auch Frischölanalysen und dann in weiteren Etappen. Ja. Und ich glaube, das Schwefel ist dann meistens mit aufgeführt dann. Also wenn man gar nicht weiß, wo man es herkriegen sollte, wenn die Hersteller es nicht geben, dann würde ich ins Forum gehen und dann mal. Ja, die Frage ist halt jetzt, ob ich jetzt den Schwefel als Additiv anschaue. Okay. Ja. Gibt es noch Unterschiede? Ob das jetzt ein Additiv-Schwefel gemessen wurde und ob das Schwefel nur allgemein... Ja gut, die Frage, wo kommt das Schwefel her? Kommt das Schwefel über Kraftstoff? Also wir gehen davon aus, dass jetzt mal der Schwefel über Kraftstoff relativ gering ist. Okay. Weil früher war es so, dass man die Analyse mit einem hochschwefelhaltigen Kraftstoff, das war natürlich verfälscht. Ne? Weil natürlich jetzt auch die Additive bauen sich ab, aber andererseits kommt Schwefel vom Kraftstoff wieder rein und ergänzt den Abbau des Additivs. Okay. Ja. Also dann würde es nur Sinn machen, wenn es eine Frischölanalyse wäre. Ja, wenn ich jetzt eine Ölanalyse an einem Fahrzeug mache, brauche ich natürlich auch immer eine Frischölanalyse. Ja. Das heißt, ich sehe an der Frischölanalyse, wie viel ist vom Ursprung drin und was habe ich an Abbau, was habe ich an Verlust. Additiv baut sich ab, weil es eine chemische Reaktion mit dem Metall eingeht und somit eine Filmbildung erzeugt. Und dann wird eben geschaut, wie baut sich mein Öl ab. Ja, okay. Ja. Sondern die Menge an Schwefel, das ist jetzt rezepturbedingt. Sag mal, Sie haben ja auch den französischen Hersteller dort empfohlen. Ne? Mhm. Die haben eine eigene Strategie, die gehen also auf sehr hohe Schwefelgehalt. Ne? Die trimmen den Schwefelgehalt sehr nach oben. Ja, okay. Um die auch die Performance weiter zu steigern. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, sprich mal in AIDS aus. AIDS oder nenne ich ihn jetzt mal. Was ist von eher extrem? Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber ich glaube, ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzen wir mal den Hashtag drangeblieben. Haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich
hör auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.